Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald. Wir sind heute hier bei einer Haushaltsauflösung. Zwei Senioren, die zu ihrem Sohn nach Freiburg gezogen sind, und Schwiegersohn, höre ich hier gerade aus dem Hintergrund, Enkelsohn, höre ich aus dem Hintergrund rufen. Und ich habe für unsere Firma diesen Flügel hier angekauft, einen Stein WO 180 in einem Chippendale-Gehäuse aus dem Baujahr circa so 1925, 26. Ich habe jetzt schon mal alles abgebaut, weil der Flügel muss eine relativ kleine Treppe runter. Und das werde ich euch dann auch gleich noch zeigen. Also so jetzt zerlegt, jetzt gleich kommen Lyra ab, Beine ab. Und dann geht es die Treppe runter, sobald unsere Spedition, die Firma Huckepack, da ist. Auf die warten wir jetzt und ich sag mal bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Die Firma Huckepack ist jetzt angekommen. Herr Schmidt und sein Mitarbeiter haben den Flügel jetzt schon auf die Seite gelegt und werden ihn jetzt gleich die Treppe runtertragen mit dem kleinen Ende zuerst, damit der Flügel auch vernünftig um die Kurven geht. Wir haben jetzt noch diskutiert, ob wir die beiden vielleicht die Treppe runterschubsen, um ein besseres Ergebnis bei YouTube zu erzielen, da wir die aber wirklich noch brauchen, weil die auch wirklich viele Transporte für uns machen, haben wir uns dagegen entschieden. Ist ja nur der schnöde Mammon. Jetzt gleich zeigen wir euch, wie der Flügel die Treppe runtergetragen wird. Bis gleich! So, jetzt gleich geht's rund. Seid gespannt. Ich werde auch involviert sein und werde ein wenig mithelfen. Nicht tragen, aber dafür sorgen, dass der Flügel nicht in irgendeine Richtung davon kippen kann. Das werdet ihr gleich sehen. Und stay tuned. Firma Huckepack. Ja. Klavier- und Spezialtransporte. Tresore sind auch toll. Macht unglaublich viel Spaß. Thank you.
jetzt? Gleich. Noch. Ja, ich muss nur in die Ecke. Das ist meine. Gut. Alles klar. Gut. Wo bringt ihr das jetzt hin? In meine Firma. Ich habe den gekauft. Und dann so ein halbes, dreiviertel Jahr, dann ist er komplett überholt und wieder verkaufsfertig. Okay. Ja, warte mal. Okay. Ja, normalerweise sehe ich erst die Böse raus. Eine Bordname kannst du machen. Du machst jetzt kürzer, ja? Jetzt müssen wir da hinten. Also immer seitlich. Ja. Moment. Warte mal. Die bleiben auf dich, ja? Also mitlauf. Ja, okay. Wenn der nach da oder nach da gibt. Ja. Okay. Nein, du nicht, okay. Oh. Vorsicht, okay. Rauszublenden, dann weiß ich, wie es geht. Ah. So. Ja, alles gut. So, okay, passt. So, erstmal absetzen. Muss mal ein bisschen weiter drauf gleich. So, jetzt geht's nochmal und so weiter vorzunehmen. Jo. Alles klar. Das passt. Perfekt. Gut gemacht. Aber es ging natürlich nur dank meiner Hilfe, ne, weil ich dazwischen gestanden habe und für das Gleichgewicht gesorgt habe. Ja, ich habe auch ab und zu aus gut rausgegangen. Ja, das kann ich. Abfedern kann ich. Siehst du, und zack ist so ein Flügel unten. So, der Flügel ist jetzt unten, das habt ihr gerade gesehen. Boah, ich bin auch ganz erschöpft jetzt. Nein, hab ja gar nichts getragen. Jetzt werden noch die Teile ins Auto geladen und danach geht's ab nach Kam in die Werkstatt und da wird der Flügel dann wieder zusammengesetzt. Das war's soweit.
Ach, wir drehen gleich noch weiter, wenn der Flügel in Karm in der Werkstatt angekommen ist. Bis später. So. Jetzt funktioniert's. So. Jetzt wird der Deckel angeliefert. Sieht man hier. Hier, Laura, ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Einen weißen Klavierhocker. Wolltest du doch schon immer mal haben, ne? Ja. Wenn man diesen Stuhl hochhebt und damit ein Stück geht, hat man Stuhlgang. Stuhlgang. Laura lacht sich halb tot. Hat erst mal ein paar Minuten gedauert, bis Groschen gefallen ist. Sehr schön. Habe ich da auf die Hobelbank gelegt. So. So. Na komm. Die Lyra braucht er nicht runter. Hat der Meister. Ach so, hier. Ich dachte, du hättest schon alle Schrauben einverleibt. So. Jetzt ist der Flügel bei uns in der Werkstatt angekommen. Wir stellen ihn jetzt nur kurz auf, beziehungsweise die Firma Huckepack hat ihn aufgestellt, damit wir ihn wieder zusammenbauen können. Und dann werden wir den Flügel, weil man ja sieht, dass die Werkstatt sehr, sehr voll ist, erst noch mal für eine Weile hochkant auf einen Transportschlitten stellen. Auf jeden Fall ist er jetzt wohlbehalten hier angekommen. Und demnächst machen wir über diesen Flügel dann ein volles Restaurationsvideo und bis dahin sage ich Tschüss, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ruft uns gerne an. Für alle Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Transportfirma dieses Flügels war
die Firma Huckepack aus Wuppertal, findet ihr die Telefonnummer ohne Probleme auch im Internet. Top-Firma, gut runtergetragen, hat alles perfekt geklappt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.